aus der Leitung. Teil 4. Siegemut, Angehöriger einer Geheimloge, hat auf hinterlistige Art und Weise 4 Freunde von Erik umgebracht, die dieser beim lustigen Versteckspiel findet. Er rennt auf der Stelle zur Polizei. Doch was ist das? Niemand scheint ihm zu glauben. Es ist, als hätten diese 4 Jungen nie existiert. Was soll der Scheiß? Zu allem Überfluss erhält er auch noch anonyme Anrufe von einer Stimme, von der nur wir, die allwissenden Zuschauer, in Komplizenschaft mit dem noch allwissenderen Autor wissen, dass es sich um Siegemut handelt. Hast du schlecht geschlafen? Er war wieder da. Er hat mich verfolgt. Wer war wieder da? Die Stimme aus dem Telefon. Die Stimme aus dem Telefon? Wie kann denn das sein? Was meinst du, wie kann was sein? Ja, du sagst, du hast von der Stimme geträumt, von der du behauptest, dass sie dich immer anruft. Ja, Papa. Aber wie kann dich denn die Stimme verfolgen? Stimmt, Papa. Wie kann es sein, dass dir eine Stimme hinterherläuft? Stimmt, Papa. Wenn es doch nur eine Stimme ist. Stimmt, Papa. Wie ist es möglich, dass eine Stimme so ein ekelhaftes Greisengesicht mit langer Nase hat und dich packen will? Stimmt, Papa. Papa? Ja, Erik. Woher weißt du, dass er ein ekelhaftes Greisengesicht mit langer Nase hatte? Na, das hast du doch selber. Das habe ich doch gar nicht. Ich meine, das kann man sich so denken. Also, schlaf jetzt wieder. Wo gehst du hin? Auf Arbeit. Willst du mir nicht heute sagen, wo du arbeitest? Nein, das würde dich zu sehr beunruhigen. Du hattest schon einen Albtraum. Wenn ich es dir heute sagen würde, würdest du vor Angst starr werden. Der kalte Schweiß würde sich auf deinem Rücken zu Eiswürfeln kristallisieren. Deine Augen würden aus den Höhlen treten. In dein Gesicht würden Pickel in Kirschgröße wuchern. Dein Atem würde dir stehen bleiben. Deine linke Hand würde gelähmt werden. Dein rechter Fuß würde verkrüppeln. Scheiß auf den Text. Deine Wirbelsäule würde sich verkrümmen. Dein Bauch würde hervortreten, deine Beine würden sich vermehren, deine Nase würde hervortreten, deine Zähne würden dir ausfallen. Du würdest den Rest deiner Tage im Irrenhaus verbringen. Im Irrenhaus, im Irrenhaus! Papa! Ja, Erik? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, Papa. Und denk daran, deine Pillen zu nehmen, damit du aufhörst zu glauben, du hättest diese 4 seltsamen Freunde mit dem noch seltsameren Namen gehabt. Aber ich hatte sie. Ja, ist ja gut. Und einer hieß Adenauer und ich weiß. Noch dazu sagen, Erik im Bett.
nächsten Tag. Ein Adapter? Mit Kabel oder zum selber lösen? Kabel. 4,95. Bitte. Danke. Jetzt auf der Straße. Guten Tag, mein Freund. Guten Tag, was ist? Erkennst du mich nicht? Nein. Wer sind Sie? Ich bin Siegemund. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin selber verrückt. Du bist unser Auserwählter. Ah! Auserwählter? Hat diese Szene irgendetwas nennenswert Neues gebracht? Was ist mit dem Vater? Steckt er unter einer Decke? Wenn ja, unter welcher? Welcher Pupelcher? Was soll die Fragerei? Ihr erfahrt beim nächsten Mal mehr. Verbeugung der Schauspieler. Schon viel Gutes dabei, fand ich. Ja, jetzt geht's weiter mit herkömmlichen Geschichten. Achso, vorher muss ich noch leider auch noch kurz Werbung machen. Und zwar eine